Hallo und herzlich willkommen wieder zu Age of Empires. Wir wachen weiter mit Blut am Flussufer. Eine Bestie ist am gefährlichsten, wenn man sie in die Enge treibt. Ja. So auch Sumanguru. Er drang südwärts ins Kernland der Mandinka vor, wo er Sundiatas Familie schon einmal abgeschlachtet hatte. Man sagte, er habe sein sagenumwobenes Balophon bei sich, mit dem er den Sieg beschwören würde. Und die Griots sangen schon vom Sieg des Zauberers in der Schlacht, bevor sie überhaupt begann. Sundiata traf am Nigerstrom auf ihn, an einem Ort namens Kirin. Am Weißstrom? Wie bitte? Soso und Jolof-Krieger standen aufrecht in einer langen Reihe, schlugen auf ihre Schilde und grinsten den Kriegern von Sundiatas Bündnis entgegen. Pferde und Kamele wirbelten auf dem Schlachtfeld so viel Sand auf, dass er die Mittagssonne verdeckte. Sumanguru selbst betrat das Feld im staubigen Zwielicht. Sundiata sah ihn über die flirrende Ebene hinweg. Als die Armeen sich zum Angriff bereit machten, erklang die Musik eines Balophons. Oh oh. Der entscheidende Moment stand bevor. Den Sieger erwartete ganz Westafrika. Und den Sieg versuchen wir jetzt zu bekommen. Wahrscheinlich ist es ein Priester, oder? Seinem magischer Flöte, also hier im Game. Könnt ihr mir vorstellen? Okay, Hauptziele: besiegen die Sumergas Armee. Got it. Ganz schnell speichern, sorry. Sumanguru führt seine Soso-Krieger gegen uns in die Schlacht. Inche. Seine was Krieger? Zeigen wir diesem Hund, wie malische Soldaten kämpfen. Was ich aber hier gerade sehe und mir gar nicht gefällt. Ist, wie wir hier aufgebaut sind. Was bist du? X. X ist Palisadentor, okay. Babylon. Ja, ja. We cradle the bridge to Babylon. Und dann vielleicht. Ne, hier muss ich nichts so machen anscheinend. Okay, hier kann man seltsamerweise nicht durch. Was bist du? Verbündet? Holz. Wenig Holz auf der Karte, nicht? In dieser Region gibt es sehr wenig Holz. Ja. Wenn wir mehr wollen, bleibt uns nur der Weg über den Fluss. Doch der wird von Soso-Türmen bewacht. Wir sollten alle 5 zerstören. Weg über den Fluss. Was ist Lager? Was bringt mir das? So, versuchen wir mal hier so ein bisschen die Seite, falls es möglich ist, zuzumachen. Mit Holz, ja, ich weiß. Wenig Holz auf der Karte. Dann müssen wir das wenige, was wir haben, schützen. Alles Holz, Holz, Holz. Ja. Du bist ein unberittenes Volk, obwohl du reiterst. Und sogar. Ja, Kavallerie plus 5 Angriffsstärke. Was überhaupt keinen Sinn macht, wenn du ein unberittenes Volk bist. Vielleicht lese ich das die ganze Zeit falsch. Komm. Build a bridge to Babylon. Beschützt ihn. Ah, zu spät. Er stirbt. Ja.
weiterbauen. Du hilfst auch. Gehst du jetzt auf den Dorfbewohner? Wirklich? Der homt einfach auf den, oder? Nee. Doch? So. Oh, 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 oh. Nope. Na bene, segui. Vai a bella. Hier kann man ja nur durch. Vai a bella. Io. In ci. Aiwa. Io. Chica. Io. Bel maro. Io. Bella. Oh, das. Renn. Schnell. Ich mir das hier fertig. Io. Okay. Hier kann ich Licht zumachen, oder? Ja, weil hier überall dieses blöde das da über dem Wasser ist und darüber kann man ja laufen. Bayabella. Bayabella. Inti. Mach das zu. Und ihr geht bitte auf das Krokodil, bevor das irgendwelche meine Dorfbewohner angreift. Und dann scouten wir doch auch mal den Rest da ab. Und da kommen wir noch lang. Wirklich? Bayabella. Bayabella. Io. Chico. Bravo. 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 Inci. Inci. Io. 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 Bravo. Das macht er, macht es mal fertig, mein Freund. Okay, dann schaue ich mal, ob ich hier durchrennen kann irgendwo. Beispiel da. Nein, okay. Ein Löwe, okay. Das zu machen. Du gehst auf den bitte. Und ihr baut hier fertig. Und dann machen wir mal hier
Nahrung durch Jagen. Hier ist dann auch genug Platz, um später vielleicht ein paar andere Nahrungsquellen zu bekommen. Okay. Fertig bauen, bitte. Hier kommst du nicht lang. Ich habe das alles zugemacht, hoffentlich. Hoffentlich. Hier sieht so aus, als wäre mein Scout tot. Chica. Inchi. Na bene. Was mache ich jetzt mit dir? Ja, noch ein Zebra hier. Können wir auch später den Elefanten hinkiten. Wir kriegen hier das ganze Holz. Das freut mich doch. Machen wir das mal dahin. Das ist gut. Also, dass sie hier stuck sind, gefällt mir schon mal. Da hat meine Early-Mauer-Technik, die ich ja fast in jeder Kampagne benutze, mal wieder funktioniert. Aber ich hätte gern einen Scout. Bin ich ehrlich. Auch noch Scouts. Nevermind, wir bauen das hier hin, wo kein Baum dahinter ist. Jeder Baum könnte wichtig sein. So, weiter. Nee, du schießt das jetzt. Du schießt das ab. Ja, ja, ist ja gut. So. Würde gerne hier ein bisschen klären und vielleicht die Burg hier hinsetzen. Nicht unbedingt hier direkt, wo wir schon sicher sind, deswegen möchte ich auch hier das fertig bauen, damit wir ein paar Scouts haben. Die uns mal die Karte ein bisschen offensichtlicher machen. Na bene. Vai a bella. Vai a bella. Chica. No. Wir brauchen Nahrung. Elefant. Komm, weiter folgen. Nicht aufhören. Gut.
Roter Elefant. Oh. Jetzt staunen sie sich da schon. Io. In Chihio. Kloster. Universität. So. So. Kann ich die bisschen austricksen vielleicht, dass ich nicht direkt von denen abgeschossen werde? Egal. Du folgst jetzt deiner Route, scoutest mal ein bisschen für uns. So, Dodge. Das wäre vielleicht gut für Scouten, aber haben wir nicht. Na bene. Inti. Hey. Für was entscheidet ihr euch jetzt? Wollt ihr euch mit denen hier anfreunden und auch dahin gehen? Ja? Nein? Okay. Sind ja noch... Ne, da ist nichts mehr drin. Okay. Alles gut. Bro. Could you not? Ja, da wurden meine Verbündeten, glaube ich, zerstört. Aber es gibt ja keinen großen Chokepoint, wo ich eine Burg hinsetzen könnte. Da haben wir sicher was verteidige. Deswegen platziere ich sie mal hier hin. Dann machen wir schon mal ein paar Upgrades für die Burg. Großer Sundiata. Wir wollen uns endlich der Sosso entledigen. Aber wir können nichts tun, solange Sumanguru meine Tochter als Geisel hält. Rettet sie und wir werden für euch kämpfen. Okay. Wir haben zugelassen, dass unser Handelsposten niedergebrannt wurde. Nun wird es erheblich schwieriger, an das benötigte Holz zu kommen. Ich dachte, wir mussten nur hier rüber. Oder nicht? Du bist jetzt verbündet, aber irgendwie alles strange. Alles strange, was hier passiert. Repust. Na was? Oh, wir können Belagerungskanonen. Universität, bitte. So, danach könnt ihr euch mal ins Gold setzen. Wir haben noch ein bisschen Stein übrig. Genug Stein für eine Lebenszeit oder so. Kann man hier... Habe ich noch einen Scout? Bist du mein Scout? Du bist mein Scout. Scout, geh mal... Ach, hier ist Holz. Deswegen komme ich da nicht durch. Oh. Oh, und der hat meine Lieblingseinheit. Da musste ich kurz zumachen. Und wir dürfen endlich richtige Belagerungswaffen machen. Na bene. Nein. Lu? Bayabella.
na bene. Hallo. Bisschen. Hier zu machen, alles zu machen, wo unsere Verbündeten, die Grünen, sich entscheiden könnten, durchzukommen. O mächtiger Sundiata, das kostet euch nur 1000 Gold. Nur? Und dann? Wenn es nur 1000 Gold sind? Wie wenig Schaden macht das bitte? Macht ja gar nichts an Schaden. Wir brauchen Nahrung für mehr. Und ich kann das nicht bauen. Warum darf ich das jetzt nicht bauen? Was soll das? Oh, ihr steht hier schon ein bisschen, oder? Ah, jetzt setze ich euch mal auf Stein. Ja, okay. Und ich darf nichts bauen, um dagegen, um mich da entgegenzusetzen. Warum darf ich kein Tribok bauen? Für Tribocke braucht man doch nicht im Pedal sein, oder? It's strange, it's... Na bene. Io. Mbayabela, 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 mbayabela. Wie viel kostet? Problem ist, sobald sie nicht mehr auf meine Gebäude hier gehen, gehen sie dann auf meine Mauern? Danke für das Gold. Wenn ihr nun eine Burg in unserer Stadt baut, damit wir uns gegen Sumanguru wehren können, werden wir unsere Vereinbarung einhalten. Ihr habt 10 Minuten. Was? Wie soll ich das jetzt? Doch. Du hast da jemanden reingelassen. Der Grüne hier. Komm mal hierher. Da kommen da noch Grüne rein. Ah ja, der ist hier durch. Nee. Bayabela.
Das ist alles schlecht, was hier gerade passiert. Einfach weil die Trebuchets haben und ich kann Trebuchets anscheinend nicht countern. Mit meinen eigenen Trebuchets. Darf ich nicht. Danke dafür, Game. Wir wussten, dass wir euch vertrauen können, Sundiata. Unsere Speere und Schwerter gehören euch. Oh, das ist aber nett, dass sie uns jetzt gehören. Oh, ihr kämpft ja wirklich für mich. Tut nicht nur so. Einmal nur draufschlagen, einmal. Ah. Dammit. Jo. Machen wir das doch mal. Palisantor. Bayabella. 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 Easy. Und hier, ich kann jetzt nicht mal meine Spezialeinheit machen. Ich meine, die hätte ich jetzt gerade, würde ich die gerne machen, wenn ich ehrlich bin. So, und das werde ich machen, bitte. Wie sind die hier durchgekommen? Ich sehe hier kein Loch in der Mauer. Doch hier, okay. Mach mal weiter Holz. Na bene, segui. Un gap abu. Vai a bella. Oh oh. Dann brauche ich das. Ja,
Wird ein bisschen wieder nach einem großen Schlag sich recht finden. Tut mir leid, aber du wirst hier abgezweigt. Wenn ihr da durchläuft, sterbt ihr sowieso nur. Beschützt euch hier vor eurer eigenen... vor euch selbst. Eurem eigenen... Gold, mir fehlt Gold. Guardet. Könntest du bitte das beschützen? Das ist die Burg, die dich beschützen soll. Inche. Aiwa. Na wen se ika. Io. Bayabela. So. Bayabela. Oh nein. Wo kommen die eigentlich sonst noch rüber? Hier. Hier kommen sie auch noch her. Okay, hier wäre eine Burg gut gewesen. Okay, wir können aber hier angreifen, um an diese Frau ranzukommen, um die Grünen auf unsere Seite zu bringen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, meine Burg, die dich verteidigt, macht gute Arbeit. Ich weiß. Brauchst mir nicht zu danken. Gut, dass du dich mir angeschlossen hast. Beste Entscheidung deines Lebens. Bayabela. Muss ich hier scouten? Okay. Oh, dann mache ich aber jetzt mal die nächste Folge. Danke fürs Zusehen. Ich glaube, ihr hattet Spaß.